Platzverweis. Hallo und herzlich willkommen zu Platzverweis, der Fußballsendung rund um die Wiener Stadtliga. Am vergangenen Wochenende stand die 18. Spielrunde am Programm und es gab einige Veränderungen in der Tabelle. Lediglich drei Mannschaften konnten ihre Position halten. Erstes Spiel unserer heutigen Sendung, ASV 13 gegen SC Mansfeld. Beide Teams sind in der Frühjahrsmeisterschaft noch ungeschlagen und wollen diese Serie unbedingt beihalten. Christian Heidenreich gegen Sinat Mujakic, ASV 13 gegen Mansfeld. Der Tabellendritte will im 13. Bezirk seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Freistoß Kubin, der Ball streift nur die Querlatte. Mehr vom Spiel haben am engen Kunstrasen aber die Heimischen. Der Ball kommt zu Eberle. 1:0 für ASV 13 nach 14 Minuten. Patrick Eberle bekommt den Ball an der Strafraumgrenze. Keine Chance für Tomic im Tor der Mansfelder. Sinat Mujakic zeigt an, wo er sein Team gerne sehen will und das hält sich daran. Schuss Lazarevic, Hebel kann nicht festhalten, Rinic, Tor! Aber der Schiedsrichtergespann entscheidet auf Abseits, Tatsachenentscheidung. Weiter geht's mit Ecke ASV 13. Der Ball landet über Umwege bei Pigal. 2:0 für die Heimischen und was für ein Treffer. Herrlicher Drehschuss von Lukas Pigal. Trifft Volley, Lazarevic lenkt den Ball dann auch unhaltbar für Tomic ab. Weiter geht's mit den Hausherren. Flanke auf Pigal, an die Stange, Nachschuss. Paul Michel jagt den Ball übers Tor. Christian Heidenreich weiß, so etwas kann sich rächen. Mansfeld hat sich mittlerweile an den Platz gewöhnt. Hausladen mit der Flanke, der Abwehrversuch landet genau vor den Beinen von Rinic. Tor, der Anschlusstreffer. Meris Rinic rollt den Ball aus 16 Metern über die Linie. Helbel ist die Sicht verstellt. Das 1:2 kurz vor der Pause. Nach Seitenwechsel dominieren die Gäste das Spiel. Tumik mit der Flanke in den Strafraum. Kubin mit der Hereingabe vors Tor. Da steht Delic, der Ball ist drin. Der Ausgleich. Der eingewechselte Sanil Delic steht völlig frei und hat kein Problem, aus einem Meter den Ball über die Linie zu drücken. Jubel bei Mansfeld, Entsetzen bei Heidenreich. Die Gäste setzen nach. Freistoß Kubin. Helbel kann den Ball über die Latte drehen. Der ASV-Schlussmann hält den Punkt vorerst fest. Dann die dritte Minute der Nachspielzeit. Haller darf unbedingt die linke Seite entlang laufen. Schuss und der Ball zappelt im Netz. Simon Haller nimmt sich ein Herz, zieht einfach mal ab. Ein Traumtor in letzter Minute. ASV 13 gewinnt gegen Mansfeld mit 3:2. Wir haben nach 2:2 wir haben alles probiert, um Spiel zu gewinnen, weil wir wollten unbedingt Spiel zu gewinnen. Dann hat er dann geschossen von 25 Meter, genau in Kreuzeck. Okay, das kann passieren und solche Spiele gibt es. Das fühlt sich einfach nur überragend an, wenn du so ein Spiel heute gewinnst. Wir sind wieder in Führung gegangen, diesmal sogar 2:0, haben leider wieder einen Ausgleich hinnehmen müssen gegen eine spielerisch hervorragende Mannschaft. Und ja, dass wir dann in der letzten Minute durch eine individuelle Einzelleistung das Spiel noch gewinnen, ist überragend. Wichtige drei Punkte für den ASV 13 im Abstiegskampf. Ganz andere Situation hingegen beim SV Donau. Lediglich drei Siege konnten die Donaustädter in der bisherigen gesamten Saison einfahren. Nun gastieren sie bei Cashburn VVC, welche im letzten Spiel gegen Team Wiener Linien gute Leistungen gezeigt hatte. VVC gegen SV Donau. Wir starten gleich mal rein ins Spiel. Der VVC in den rot-weißen Dressen hat nach einer Ecke gleich mal die erste Möglichkeit. Kostic kann den Kopfball von Milosevic allerdings entschärfen. Auf der Gegenseite ist es Steidl, der bei einem Kopfball von Gutic sein Tor sauber hält. Dann die 40. Spielminute. Pommer geht an der linken Seite entlang, kommt ungehindert zum Pass. Da steht Kadir und der Ball zappelt im Netz. Dotschka Kadir lässt sich so eine Chance nicht entgehen und trifft zur Führung für den VVC.
Das war es dann auch schon mit Halbzeit 1. Die Heimischen können zufrieden sein. Nach Seitenwechsel sind die Gäste von Donau vorerst lediglich Statisten am Platz. Kara hat genug Platz, um ungehindert an der Seite durchzumarschieren. Kann den Ball herrichten. Flanken. Da steht Pommer 2:0 für den VVC. Philipp Pommer trifft den Ball wohl perfekt. Was soll man sagen? Ein Traumtor. Nächste Aktion. Dotschka Kadir. Links, rechts. Knapp daneben. Die Favoritner bekommen viel Platz zum Kombinieren. Die Gäste nur mit Standards in Tornähe. Eckball, aber der Schuss von Butkovic wird abgeblockt. Dann Ecke für den VVC. Pommer, Autohom schraubt sich in die Höhe und es steht 3:0. Autohom kommt da ungedrängt zum Kopfball, unhaltbar für den Tormann. Grund zum Jubel also für und mit dem VVC-Anhang. Erst jetzt wird Donau aktiver. Freistoß und Gavrovic zirkelt den Ball genau neben der Torstange ins Netz. Für eine Aufholjagd ist es allerdings definitiv zu spät. Bis zum Schluss passiert dann nicht wirklich mehr allzu viel. Der VVC besiegt SV Donau mit einem satten 3:1. Das hat mit den Abschiebfehler schon in der ersten Halbzeit angefangen, dass wir sich selber ins Bedrängnis immer wieder bringen. Und das hat sich fortgesetzt in der zweiten Halbzeit. Die Situation ist momentan für uns wirklich schwer. Wir versuchen das Beste daraus nächste Woche zu machen, dass wir gegen Wiener Lieder wieder vorbereitet sind. Aber momentan muss man sich eingestehen, dass wir in dieser Verfassung nicht Wiener Liga tauglich. Ich muss der Mannschaft gratulieren. Wir haben nämlich versucht, über 90 Minuten das Spiel zu machen. Und das ist auf dem Platz verdammt schwer, weil total holprig ist. Und für einen Gegner, der tief steht und du musst das Spiel aufmachen und du musst schauen, dass du deine Chancen kreierst, ist das sicher nicht einfach. Aber ich glaube, dass der Sieg unterm Strich sehr verdient ist. Mit diesem Sieg besteht die Cashburn VVC seinen guten Leistungen. Für den SV Donau hingegen wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Eines der wohl konstantesten Teams in der Wiener Stadtliga, Admira Technopol, empfängt zu Hause das Team Wiener Linien. Die Mannschaft von Beppi Schuster rangiert vor der 18. Spielrunde auf dem 13. Tabellenplatz. Ungewohntes Terrain für die Favoriten. Die Sorgenfalten bei Beppi Schuster werden immer größer. 10 Spiele ohne Sieg und jetzt auch noch das schwere Auswärtsspiel bei Admira Technopol. Die Admira, klarer Favorit, muss dabei aber Spielmacher Robert Siegel vorgeben. Das macht vorerst nichts. Erste Minute, erste Top-Chance, die noch dazu im Doppelpack. Brillmann und Bonev scheitern an Torhüter Nägel. Das Team Wiener Linien verschläft die ersten Minuten völlig. Tannert lässt sich den Ball da von Brillmann abluchsen. Viel Zeit für Marcel Brillmann. Wieder Nägel, Retter in höchster Not. Dann aber auch die Favoriten mit ihrer ersten gefährlichen Angriffsaktion. Weder Schuss noch Pass von Lindner. Ziemlich freistehend vergibt er leichtfertig. In einer chancenarmen ersten Halbzeit dann nochmal die Schuster-Elf. Freistoß Kehles, gut und gerne 30 Meter. Abgefälscht landet der Ball im Torout. Zur Pause steht es in einem mäßigen Spiel noch 0:0. Die Gäste kommen mit mehr Elan zurück aufs Spielfeld. Delic sieht Kehles. Da kommt Omoige angerauscht, möchte klären und buxiert den Ball ins eigene Tor. Wie viel Pech kann man haben? Ehinabo Omoige mit dem Kunstschuss vorbei am eigenen Torhüter. 50. Minute, das Team Wiener Linien führt. 5 Minuten später, die Admira im Angriff. Bonev geht im Strafraum zu Boden, der Pfiff bleibt aus. Postwendend der Konter der Favoritner. Majic vorbei am stolpernden Statzberger, Majic vor Ebner. Es steht 2:0 für das Team Wiener Linien. Da kündigt sich eine Sensation an. Branko Majic mit dem Gurtgürtel für Christian Ebner. Und nicht nur, dass Admira 0:2 zurückliegt, muss auch noch Statzberger verletzt ausscheiden. Die Diagnose, starke Bänderüberdehnung, wir wünschen baldige Besserung. Viele Möglichkeiten nochmal ranzukommen haben die Gastgeber nicht. Die größte nach dieser Ecke, Minute 70, Thomas Tannert mit dem sensationellen Reflex.
das Spiel damit so gut wie entschieden. Die Schuster-Elf spielt den Vorsprung locker über die Zeit und bekommt dann sogar noch einen Elfer zugesprochen. Handspiel von Omoige, deutlicher geht's kaum, große Chance auf das 3:0. Eren Keles gegen Christian Ebner, ganz schlecht geschossen, Ebner mit einem kleinen Teilerfolg. Sonst aber jubelt an diesem Tag nur das Team Wiener Linien. Nach 10 sieglosen Spielen ist es wieder soweit. 3 Punkte für die Favoriten nach dem 2:0-Sieg gegen Admira Technopol. War ein intensives Spiel, ja, es war ein zweikampfbetontes Spiel, es war ein aggressives Spiel. Auf das haben wir sich ganz einfach eingestellt und Gott sei Dank ist das aufgegangen. Und die ewige Flogerei, wenn wir wieder mal gewinnen, hört sich jetzt endlich auf. Jetzt haben wir vorige Woche schon, sage ich mal, ein ähnliches Bild gehabt, wo wir auch vielleicht entscheiden hätten können, haben es nicht können. Im Gegenteil, man ist wieder in die Knie gezwungen worden. Genauso was heute, alles was wir vielleicht Spielglück gehabt haben in der Hinrunde, ja, ist jetzt momentan halt gegen uns. Für uns ist nach so einer langen Serie absolut wichtig und eine große Erleichterung, endlich wieder mal einen 3-Punkte-Sieg eingefahren zu haben. Bei unserer nächsten Partie kommt es zum Aufeinandertreffen von Austria 13 und SV Gerersdorf-Stammersdorf. Oberste Prämisse von Austria 13, ein Punktegewinn, um wieder die Verfolgerposition hinter dem FC Stadlau einzunehmen. Gerersdorf-Stammersdorf zu Gast bei Austria 13 Auhof Center mit Trainer Michael Keller. Die Gäste starten stark ins Spiel. Gensdorfer mit der Flanke in den Strafraum. Lippert segelt am Ball vorbei. Das war's dann aber auch schon mit den Möglichkeiten für Gerersdorf. Trainer Hasenberger sieht fast nur noch Chancen der Heimischen. Der Ball bei Pecher. Der zieht in den Strafraum. 1:0 und Zusammenprall mit dem Goalie. Michael Pecher lässt sich diese Chance nicht entgehen, kann nach kurzer Verletzungspause weiterspielen, die Führung nach 31 Minuten. Weiter geht's in dieser Tonart. Weiter Ball auf Sakic, da kommt Zramek angerauscht, 11 Meter für Austria 13. Carlos Sakic wird am Fuß getroffen, ein klarer Strafstoß. Fatih Mutlu übernimmt die Verantwortung, 2:0. Nur 3 Minuten nach dem ersten Tor. Damit aber nicht genug. Sakic auf die rechte Seite. Der Ball kommt zur Mitte. 3:0 noch vor der Pause. Francesco Rosa übernimmt die Flanke direkt und darf zu Recht jubeln. Da darf für die Heimischen in Folge jetzt nicht mehr viel anbrennen. Nach Seitenwechsel geht es weiter mit der Überlegenheit der Kellertruppe. Der Ball wird ungehindert im Strafraum hin und her gespielt, kommt zu Elsa Galmi und es steht bereits 4:0. Das hat dann schon etwas von Hallenfußball. Allhäusern Elsa Galmi lässt sich so eine Chance nicht nehmen. Die Spannung jetzt draußen und so kommen auch die Gäste zu Chancen. Lerner zieht in den Strafraum, da kommt Thaler und trennt ihn in letzter Minute vom Ball. Den gewünschten Elfmeter gibt's dafür natürlich nicht. In der 86. Minute dann dieses harte Einsteigen von Stocklasser, die zweite gelbe, daher rot, Platzverweis für den Austria 13 Spieler. Mit einem Mann mehr dann die beste Möglichkeit der Gäste in der Schlussminute. Nemeček kann Pantovic aber nicht bezwingen. Austria 13 gewinnt gegen Gerersdorf-Stammersdorf, verdient mit 4:0. 32 bis 43 haben wir die 3 Tore gekriegt und ja, man muss natürlich sagen, wir haben das nicht gut verteidigt. Mit einem 3-0 Rückstand in der Pause, wenn du in 10 Minuten 3 Tore kriegst, ist es halt wahnsinnig schwierig, dann zweite Halbzeit nochmal zurückzukommen. Das 1-0 war ganz wichtig für uns und dann ist 2-0 gleich drauf. Das war der erste Elfmeter, was wir gehabt haben in der Saison, also wir sind ganz weg und das war halt dann, ich würde es nicht sagen, die Entscheidung, aber dann knapp vor der Halbzeit, dann ist 3-0, was super ausgespielt war, das war es dann. Die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt, was wir sich vorgenommen haben und das war schön zum Zuschauen. Kommen wir nun zu den weiteren Ergebnissen. Osborne F verliert zu Hause gegen SC Wienerberg mit 0:3, Stadlau siegt beeindruckend gegen den Post-SV mit 6:0, 4 Tore kamen dabei von Philipp Wildbrat. Der Gesthofer SV beendet die Siegesserie von Simmering mit einem 2:1 Heimerfolg und Wiener Viktoria verliert gegen ASK Elektra mit 0:1. Hier der Siegestreffer von Malner. Ah.
Machen wir nun einen Blick auf die aktuelle Tabelle in der Wiener Stadtliga. FC Stadlau weiterhin an der Tabellenspitze mit 39 Punkten, erster Verfolger Austria 13 mit 32 Punkten und am Tabellenende ist weiterhin Donau mit 5 Punkten Rückstand auf den 15. Prost SV. Hohe Wellen geschlagen hat auch unser Porträt von Dodzka Kadir. Für all diejenigen unter euch, die es noch nicht gesehen haben, einfach auf www.platzverweis.de reinklicken. Dort könnt ihr euch so oft ihr wollt ansehen. Also seid auch das nächste Mal mit dabei. Wir freuen uns über jeden einzelnen Fan.